Ja, im zweiten Teil dieses Lehrvideos geht es immer noch um Daten als den Rohstoff des 21. Jahrhunderts, jetzt aber konkret um die Haftung für die Zerstörung und Löschung von Daten. Das gibt uns zugleich Gelegenheit auf die Diskussion um Dateneigentum, Datenbesitz, die wir anfangs präsentiert hatten, zurückzukommen. Machen Sie sich keine Sorgen, für diese Darstellung wurde keine Festplatte in Mitleidenschaft gezogen. Schauen wir uns die Fallkonstellationen, um die es gehen könnte, an. Zum einen um das, was Sie gerade gesehen haben, die physische Zerstörung eines Datenträgers, dann um die Datenlöschung durch Fehlbedienung eines Computers, die Unterbrechung der Stromzufuhr, die auch dazu führen kann, dass Daten verloren gehen, und schließlich die gezielte Löschung von Daten. Das wird dann der Fall sein, den wir uns am Schluss anschauen. Ja, werfen wir gleich einen Blick auf den ersten Fall. Das ist schon eine ältere Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Die spätere Klägerin war Ärztin, betreibt eine Arztpraxis, hat eine Computeranlage mit mehreren Terminals zur Speicherung der Patientendaten. Das wäre eine heute in dieser Form nicht mehr übliche Aufstellung, dass man also einen großen Computer hat, an dem Terminals hängen, also praktisch Clients, die lediglich aus Bildschirm und Tastatur bestehen und alle den Datenbestand in diesem Zentralcomputer bearbeiten. Heute würde man das mit einem Server und PCs realisieren. Die Sache könnte aber so ähnlich trotzdem noch, so passieren. Es kommt hier also zu einer Störung des Betriebs. Von einem bestimmten Terminal kann man die Daten nicht mehr lesen. Und jetzt wird festgestellt, das kann man nicht ohne weiteres reparieren. Die Anlage wird abgeholt und bei den weiteren Reparaturversuchen kommt es zu einer Löschung der Patientendaten. Es sind jetzt also die Patientendaten verloren. Ansonsten ist die Anlage unversehrt. Sie funktioniert nachher wieder, aber eben die Daten, die darauf gespeichert waren, die einen erheblichen Wert für die K darstellen, die sind weg. Und K fragt sich jetzt, ob sie von B, also dem Mitarbeiter, der das verursacht hat, Schadensersatz verlangen kann. Weil wir einen Anspruch gegen B prüfen, kommt es nicht darauf an, wie es vertragsrechtlich aussah. Ein Vertrag besteht ja zwischen K und dem Unternehmen, das diese Reparatur übernommen hat. Da würden sich sicherlich vertragliche Ansprüche ergeben, die sind relativ unproblematisch. Mit dem B hat die K aber keinen Vertrag. Da kann es also nur um deliktische Ansprüche gehen. Und diese deliktischen Ansprüche könnten sich in erster Linie aus § 823 Absatz 1 ergeben. Dafür ist die zentrale Frage, ist hier eine Rechtsgutverletzung anzunehmen? Es geht ja hier letztlich um eine physische Veränderung des Computers und des Datenträgers, der in diesem Computer enthalten ist. Aber eine Zerstörung des Datenträgers hat es nicht gegeben. Man könnte sich also auf den Standpunkt stellen, hier ist gar keine Eigentumsverletzung gegeben. Die Festplatte ist ja noch voll funktionsfähig. Andererseits könnte man aber auch sagen, der Eigentümer ist doch in seinem Recht, seine Sache nach Belieben zu nutzen und nach Belieben damit zu verfahren, beeinträchtigt, wenn die Daten, die er auf seiner Festplatte gespeichert hatte, plötzlich weg sind. So hat es auch das OLG Karlsruhe gesehen. Man kann das unter verschiedenen Aspekten sich anschauen. Man könnte daran denken, das analog zu den Fletfällen und auch Stromkabelfällen, die Sie vielleicht kennen, zu sehen. Sie wissen, da geht es darum, dass eine Sache in ihrer Substanz nicht beeinträchtigt wird, aber die Nutzungsmöglichkeit beeinträchtigt wird. Bei den Fletfällen ging es darum, dass ein Schiff blockiert wird, sodass es nicht mehr hin und her fahren kann. Es ist nicht kaputt, aber es wird von beiden Seiten in seiner Bewegungsfreiheit so eingeschränkt, dass es auf einem Fluss weder Fluss auf noch Fluss abfahren kann, sondern einfach stehen bleiben muss. Das hat man einer Eigentumsverletzung durch Beeinträchtigung der Sachsubstanz gleichgeachtet. Und gemessen daran könnte man sagen, wenn so eine Festplatte zwar unversehrt bleibt, aber nicht mehr nutzbar ist, weil die Daten gelöscht sind, dann ist das auch einer Eigentumsverletzung gleichzuachten. Ich persönlich meine, dass man diese Analogie noch nicht mal oder diese Vergleichsüberlegung noch nicht einmal bemühen muss, sondern dass man schon auf der Basis des technischen Vorgangs hier eine Eigentumsverletzung bejahen kann. Denn das Schiff in den Fletfällen, das wird nur blockiert. Das kann nicht hin und her, bleibt aber völlig unversehrt. So ist das hier nicht. Die Sachsubstanz wird ja verändert. Der Magnetisierungszustand der Festplatte wird verändert.
Denn auf einer Festplatte sind Daten in magnetischer Form gespeichert, also durch die Magnetisierung von einzelnen Sektoren. Und das wird verändert, wenn die Daten gelöscht werden. Dann werden die Nullen und Einsen, die da magnetisch gespeichert sind, gelöscht. Und deswegen halte ich das eigentlich unproblematisch für eine Verletzung der Sachsubstanz. Welche Argumentation Ihnen besser gefällt, können Sie sich aussuchen. Sie können auch, so wie das andere Gerichte gesehen haben, eine Sachbeeinträchtigung hier gänzlich verneinen. Mir scheint es aber interessengerecht und eben auch von der Betrachtung des physischen Vorgangs her sehr viel besser, eine Beeinträchtigung der Sachsubstanz anzusehen. Werfen wir noch einen Blick auf den zweiten Fall. Das will ich nicht allzu lang werden lassen und nur in Umrissen mit Ihnen betrachten. Sie können das auf den Folien, die ich jetzt gleich nur im Schnelldurchgang durchlaufen lasse, sich im Einzelnen ansehen. Falls Sie die Folien nicht abrufen können, weil Sie dieses Video sehen, ohne an der Uni Trier eingeschrieben zu sein und deswegen keinen Zugriff haben auf das Tutor-IP-System der Uni Trier, dann gibt es die Folien auch im Internet für alle. Ich habe Ihnen hier einen QR-Code für den Link eingeblendet. Der Fall, um den es jetzt noch gehen soll, betrifft eine absichtliche Löschung von Daten. Wir haben also einen Kläger, der als Fahrradkurier arbeitet und dafür sozusagen ein Diensthandy zur Verfügung gestellt bekommt, ein iPhone. Darauf hat er einen Mail-Account, den nutzt er auch. Jetzt endet sein Verhältnis, sein Dienstverhältnis mit der späteren Beklagten. Und K. soll das iPhone zurückgeben. Das macht K. zunächst nicht. Daraufhin wird der Account aus der Ferne gelöscht. Die E-Mails sind jetzt also weg, obwohl K. das iPhone noch hat. Und K. sagt, dadurch sind mir nun wichtige E-Mails verloren gegangen. Das kostet mich Geld, deswegen verlange ich Schadensersatz. Wir wollen, um noch ein paar Probleme uns anzusehen, hier den vertraglichen Schadensersatzanspruch aus dem Arbeitsvertrag, den es hier möglicherweise geben könnte, zunächst mal ausblenden und fragen, was wäre hier eine deliktische Anspruchsgrundlage. Auch hier ist wieder in erster Linie an § 823 Absatz 1 zu denken. Aber nach den Grundsätzen, die wir vorhin aufgestellt hatten, können wir hier keine Eigentumsverletzung bejahen, denn die Nachrichten waren nicht auf einem Gegenstand gespeichert, der dem K gehörte. Dem gehörte weder das iPhone noch der Server bei Apple, auf dem die Nachrichten vermutlich gespeichert waren. Also kann eine Eigentumsverletzung nicht angenommen werden. Denkbar wäre eine Verletzung eines sonstigen Rechts, dann, wenn wir eben der Diskussion von vorhin folgen und sowas wie ein Dateneigentum oder einen Datenbesitz annehmen. Denn auch wenn die Daten des K nicht auf einem Datenträger gespeichert waren, der in seinem Eigentum oder auch nur in seinem Besitz war, sondern nur bei einem Server, der bei der Firma Apple stand, dann könnte das trotzdem eine Verletzung seines Rechts an den Daten sein, wenn wir sowas anerkennen. Wenn wir also sagen, Daten stehen rechtlich immer dem zu, der sie gespeichert hat oder dem, der mit einem Passwort einen Zugriff darauf hat, und wenn wir das als Schutzgut im Sinne des § 823 ansehen, also den berechtigten Datenbesitz, den K. ursprünglich hatte, oder das Dateneigentum, dann könnten wir hier einen Anspruch aus 823 Absatz 1 bejahen. Die wohl herrschende Meinung lehnt das bislang ab und danach gäbe es eine Möglichkeit für einen Anspruch aus 823 Absatz 1 nicht. Damit ist der Fall aber noch nicht zu Ende, denn es gibt ja strafrechtliche Vorschriften über die Datenlöschung, die ich Ihnen genannt hatte. Am Anfang einschlägig wäre hier also § 303a BGB, StGB, wenn hier Daten rechtswidrig gelöscht wurden. Und was rechtswidrige Datenlöschung ist, dafür wird verwiesen auf 202a. Diese Vorschriften könnten wir auch für das Zivilrecht fruchtbar machen, nämlich im Wege des § 823 Absatz 2. Wir könnten also fragen, hat hier nicht B gegen ein Schutzgesetz zugunsten des K verstoßen, indem sie diese Datenlöschung veranlasst hat und damit sich einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Absatz 2 in Verbindung mit 303a StGB zugezogen. Das würde voraussetzen, dass die Voraussetzungen der Strafbarkeit nach dem StGB gegeben sind. Es müsste also zunächst mal eine Datenlöschung vorgefallen sein. Das wird man hier sicherlich bejahen können. Es sind ja diese Mails gelöscht worden und die sind im Sinne eines weiten Datenbegriffs, wie er hier im Strafrecht gilt, das heißt im Sinne eines Begriffs, der jede maschinenlesbar gespeicherte Information als Datum ansieht, Daten, und sie sind gelöscht worden. Frage ist, ob die Löschung rechtswidrig war. Das gehört
bei 303a zum Tatbestand. Das ist also nicht erst auf der Ebene der Rechtswidrigkeit zu prüfen, strafrechtlich. Und ist gegeben, wenn eben der Täter nicht die Befugnis zum Zugriff auf die Daten hatte. Dabei orientiert man sich auch im Strafrecht am Skripturakt, also daran, wer hat die Speicherung der Daten veranlasst. Das ist prinzipiell auch derjenige, der berechtigt ist, sie zu löschen. Das war hier der K., der hat ja seine E-Mail, die Speicherung seiner E-Mails veranlasst, wenn auch nicht auf seinem eigenen Gerät, sondern eben auf einem Server, der ihm nicht gehörte. Damit wäre er also der Berechtigte, B wäre nicht berechtigt, hätte unberechtigt gelöscht, hätte das auch vorsätzlich getan, sodass die Voraussetzungen der Strafbarkeit gegeben sind, es sei denn, es gab einen Rechtfertigungsgrund für die Löschung der Daten. Das könnte sich hier ergeben aus der Beendigung des Vertragsverhältnisses. Ob das überhaupt die eigenmächtige Löschung solcher Daten rechtfertigt, kann man fragen. Jedenfalls wird man sagen können, nach nur einer Woche Wartezeit war das unverhältnismäßig und deswegen wäre hier tatsächlich eine rechtswidrige Datenlöschung zu bejahen. Damit wären die Voraussetzungen der Strafbarkeit gegeben und damit auch die Voraussetzungen der Schutzgesetzverletzung. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Schaden ist, der hier entstanden ist, aber der Schaden wäre dann aus 823 Absatz 2 zu ersetzen. Wir sehen also, auch hier sind wir nicht zwingend auf ein Recht an Daten angewiesen. Das liegt aber daran, dass wir eine vorsätzliche Straftat bejahen konnten. Wir können also sagen, wenn Daten auf einem Datenträger des Geschädigten gespeichert sind, dann wird man nach dem, was ich vorhin gesagt hatte, immer eine Eigentumsverletzung annehmen können. Auch dann, wenn der Datenträger brauchbar bleibt, dann haben wir also die Möglichkeit, die Löschung von Daten nach 823 Absatz 1 als Eigentum, im Rahmen der Eigentumsverletzung als Schaden zu erfassen. Wenn die auf einem fremden Datenträger oder in einer Cloud gespeichert sind, there is no cloud, there is just someone else's computer. Es ist also dann immer der Computer eines anderen, auf dem die Daten gespeichert sind. Dann haben wir bei vorsätzlicher Datenlöschung die Möglichkeit, das nach 303a StGB zu erfassen und damit auch nach 823 Absatz 2 Schadensersatz zu gewähren. Wenn sowas aber fahrlässig passiert, wenn man also fahrlässig Daten in der Cloud löscht, dann kann ja trotzdem ein Schaden für den Berechtigten entstehen und dann gibt es nicht unmittelbar delege lata eine Möglichkeit, diese Schädigung zu sanktionieren. Da wäre also tatsächlich der Platz, wo eine Schutzlücke besteht, die geschlossen werden könnte durch die Anerkennung eines Dateneigentums oder eines Datenbesitzes als Schutzgut des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB. Das soll für heute genügen. In der nächsten Woche wird es nochmal um etwas, was man als Goldrausch in Siberia bezeichnen könnte, gehen, nämlich um die Bitcoin und die Technologie, die dahinter steht. Für heute vielen Dank.